Die aktuelle Inzidenzzahl für den Landkreis Coburg liegt bei 16,1, was 14 Neuinfektionen entspricht. Gleichzeitig sind rund 51% der Bürger vollständig geimpft. Immer noch zu wenig, weshalb es jetzt mehr offene Angebote gibt, um Menschen zu motivieren, sich immunisieren zu lassen. In Sonneberg hat man es erfolgreich mit kostenlosen Bratwürsten probiert. In Neustadt haben sich die Verantwortlichen rund um das Habrücker Dorffest auch etwas Kreatives einfallen lassen. Quasi auf dem Weg zum Feiergelände konnten sich die Besucher eine Impfung to go mitnehmen. Ganz ohne Terminvergabe und Registrierung. Bier, Bratwürste, ein spannendes Fußballmatch und eine Aufführung der Cheerleader-Gruppe des FCH. Das sind normalerweise die Eindrücke vom traditionellen Dorffest, das die Sportler zusammen mit der Feuerwehr in Habrücken veranstalten. Diesmal gibt es ein Novum, das der aktuellen Pandemiesituation geschuldet ist. Als besondere Attraktion steht am Eingang zum Festgelände ein mobiles Team des Impfzentrums Coburg bereit, das den Peaks to go anbietet. Zusammen mit der Turngemeinde Neustadt sowie dem TTC TAN, mit denen bereits sportliche Kooperationen bestehen, haben der FCH und die Feuerwehr diese Idee ausgeheckt, die gegen die Impfmüdigkeit in der Bevölkerung gerichtet sein soll. Von 10 bis 16 Uhr können sich Freiwillige ab 18 Jahren mit dem Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen. Es ist keine Anmeldung oder Terminvereinbarung notwendig. Und das Konzept geht tatsächlich auf. Das Interesse in der Bevölkerung ist groß. Insgesamt haben sich rund 60 Menschen impfen lassen. Wegen der guten Resonanz finden im Impfzentrum in Witzmannsberg künftig sogenannte offene Impftage statt. Das heißt, man kann zu bestimmten Zeiten ohne Anmeldung zum Impfen vorbeikommen.